Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vielleicht ist dem einen oder anderen in den letzten Videos aufgefallen, dass ich etwas anders spreche, vielleicht sogar auch gelispelt habe. Und warum das Ganze der Fall sein könnte, erfahrt ihr in dem heutigen Video. Ja, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, geht es heute um die Invisalign-Schienen bzw. die Invisalign-Behandlung. Und ich werde euch eigentlich alles über das Thema erzählen. Von meinen Erfahrungen bis hin zu den Kosten und warum ich überhaupt dazu gekommen bin, was der Grund für diese Behandlung ist. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Übrigens ist das ganze Video hier keine Werbung. Ich bekomme keine Gegenleistung dafür. Ich wollte euch einfach nur von meinen Erfahrungen berichten. Ich habe nämlich auch damals viele YouTube-Videos mir angeschaut und fand einfach, dass noch nicht so viel dabei war, was mir geholfen hat. Vor allem beim Rausnehmen der Spangen. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Und deshalb dachte ich mir, mache ich einfach auch nochmal ein zusätzliches Video. Also wie gesagt, keine Werbung, ich werde nicht bezahlt oder sonstiges. Ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal ganz von vorne. Warum überhaupt diese Behandlung? Ja, also ich hatte vor ganz vielen Jahren, 2012, das erste Mal eine feste Zahnspange. Und die habe ich 2 Jahre getragen und dann war auch alles wieder in Ordnung. Ich hatte die feste Zahnspange einmal wegen meinem Überbiss und außerdem, weil ich eine Lücke zwischen meinen 2 oberen Schneidezähnen hatte. Und die war auch nicht klein, deswegen war die Behandlung schon notwendig. Wurde auch von der Krankenkasse übernommen und so weiter. Und genau, dann war die Behandlung zu Ende. Ich habe dann einen Retainer oben und unten bekommen. Ja, und Anfang diesen Jahres hatte ich dann bei meinem Kieferorthopäden hier in Bremen mal wieder einen Kontrolltermin. Und er hat sich das Ganze angeschaut und gesagt, das geht so nicht weiter. Wir müssen den Retainer oben entfernen, weil sich die Schneidezähne langsam übereinander schieben. Und dann war ich natürlich auch so ein bisschen geschockt. Also es war scheinbar irgendwie nur das Anzeichen dafür, aber die lagen noch nicht übereinander. Und dann hat er gesagt, wir machen das jetzt lieber, bevor es schlimmer wird. Und ja, dann wurde der Retainer eben entfernt. Natürlich ist dann die Gefahr groß, dass die Lücke wieder entsteht. Weil wenn man einmal so eine Zahnlücke gehabt hat, dann sollte man einen Retainer eigentlich nicht mehr entfernen. Ja, aber was soll man machen? Ne? Besser entfernen, als dass sich die Zähne irgendwie übereinander schieben. Das wollte ich natürlich auch nicht. Ja, und ein paar Tage später ist es dann auch schon geschehen. Meine Lücke hat sich geöffnet und es waren erst wirklich nur ganz kleine Millimeter. Also ich weiß nicht, vielleicht 1 Millimeter. Und es wurde aber dann immer größer, je mehr Zeit vergangen ist. Ich habe dann auch beim Kieferorthopäden angerufen und der hat gesagt, ich soll abwarten, weil ich ja dann zu dem Zeitpunkt wieder in Köln war. Also ich wohne jetzt in Köln und nicht mehr in Bremen. Und ja, dass er sich das beim nächsten Mal einfach anschaut. Aber ja, das habe ich dann auch erstmal gemacht. Nur ich konnte dann irgendwie doch nicht mehr warten, weil die Lücke war mir einfach zu groß. Also ich weiß nicht, für mich ist es einfach persönlich eine Ansichtssache, dass ich das nicht schön finde an mir. Ich kann auch mal ein Bild einblenden, wie es zum Ende dann ausgesehen hat. Also die Lücke war echt nicht groß. Ich will jetzt auch nicht hier vom Schlimmsten reden. Aber es war einfach was, was mich persönlich gestört hat. Ja, also einfach so eine ästhetische Sache. Und genau, dann habe ich mal so ein bisschen gegoogelt, wie man denn so eine Lücke wieder schließen könnte. Und ja, da bin ich dann auf jeden Fall auch schon auf diese durchsichtigen Zahnspangen gestoßen. Also diese Invisalign-Schienen. Und es gibt da noch ganz viele andere Firmen, die das anbieten. Ja, und dann habe ich einfach mal ein bisschen geschaut, was es für Kieferorthopäden in Köln gibt. Ich glaube, das ist klar, dass es dann einfacher ist, als immer nach Bremen zu fahren zum Kieferorthopäden. Ich meine, klar, ich habe hier meinen Kieferorthopäden, aber der Weg ist einfach zu weit. Und ja, dann habe ich auch einen gefunden, der ziemlich nah an unserer Wohnung dran ist in Köln und habe mir dort dann einen Termin geben lassen. Ja, und dann bin ich zu dem Kieferorthopäden hingefahren. Habe ihm meine Situation geschildert, dass ich eben diese Lücke habe und dass ich die gerne wieder geschlossen hätte. Und er hat mir dann alle Möglichkeiten genannt, die in Frage kommen würden. Das war einmal eine feste Zahnspange, aber ich war mir von Anfang an sicher, ich möchte nicht nochmal eine feste Zahnspange haben, weil ich die ganze Tortur eben schon hinter mir habe. Und ja, die einzig weitere Möglichkeit waren dann eben diese Invisalign-Schienen. Ja, und der Kieferorthopäde hat mir dann alles erklärt, die Rahmenbedingungen genannt, Kosten und so weiter. Hat mir aber auch gesagt, dass ich mir das Ganze nochmal überlegen soll. Und
mich dann nochmal melden soll und wir dann eben eventuell einen Termin machen. An dem Nachmittag haben wir auch schon Abdrücke gemacht und Bilder von der Seite und von vorne, also vom Gesicht. Und genau, ich habe mir das Ganze dann nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil es eben auch schon relativ teuer ist. Und habe mich aber dann gleich am nächsten Tag dafür entschieden, dass ich das gerne machen möchte. Habe dann dort angerufen und auch direkt für die nächste Woche schon einen Termin bekommen. Genau, wie gesagt, war ich dann eine Woche später auch schon wieder dort. Und an dem Tag wurden dann meine Zähne mit so einer Art Kamera gelasert, weil eben die genaue Form für die Schienen benötigt wird, weil die Schienen ja direkt auf den Zähnen aufliegen. Und das war irgendwie mega komisch. Das hat auch ein bisschen länger gedauert, weil wirklich jeder einzelne Zahn, ich sag mal gelasert, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, aber gelasert wurde. Und das tat auch so ein bisschen weh, weil, also es hat so eine Zahnarzthelferin gemacht und sie musste eben auch ganz hinten in die Ecken an meine Backenzähne und mit diesem Gerät da hinten dran und das tat schon ein bisschen weh, aber war jetzt nicht allzu schlimm. Ich habe es auf jeden Fall überstanden, wie ihr ja seht. Und genau, das war eigentlich auch das Einzige, was dort gemacht wurde. Und dann hat der Kieferorthopäde noch gesagt, dass er jetzt dann eben diese Bilder oder die Aufnahmen an Invisalign schickt und die werden dann die Schienen herstellen. Und dann wird das Ganze so 3 Wochen dauern, bis sie dann da sind. Und dann wird er sich melden und mir Bescheid sagen, dass die Schienen jetzt da sind und dann kann ich auf jeden Fall vorbeikommen. So, dann hat er mich angerufen, gesagt, ich könnte vorbeikommen, meine Schienen wären da und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Und ich habe dann diesen Karton hier bekommen. Das sind die ganzen Schienen. Hier sind die drin. Insgesamt sind das 14 Schienen. Also es gibt verschiedene Behandlungen. Ich habe die Leitbehandlung, weil ich eben ja nur so eine kleine Lücke habe. Das nennt man auch Diastema. Und deswegen sind es 14 Schienen und ich wechsle die jede Woche. Bei manchen Kieferorthopäden muss man die, glaube ich, auch alle 2 Wochen wechseln. Man muss es ja auch gar nicht beim Kieferorthopäden machen. Genau, aber ich wechsle die jede Woche. Und so sind die dann immer verpackt in so einer kleinen Tüte. Und hier sind dann eben die ganzen kleinen Tütchen drin. Ich finde das super süß. Genau, ich kann hier auch mal eben eine aufmachen. Ich habe auch gerade heute mir wieder meine neue Schiene reingemacht. Ich bin jetzt schon bei der 12. Das heißt, ich habe nur noch danach 2 vor mir. Und ja, das Ganze ging auf jeden Fall schneller rum als gedacht. Genau, ich wollte euch jetzt mal eben hier zeigen, wie das Ganze so aussieht. Also es sind immer 2 Schienen drin, kein Wunder, also es muss ja auch sein für die oberen und unteren Zähne eben. So, das hier ist die Schiene für die unteren Zähne. Ich kann es jetzt echt nicht wirklich gut zeigen, weil es sehr schlecht fokussiert. So sieht es aus und die ist auch relativ biegsam, also gar nicht so stabil. Und so sieht die Schiene für die oberen Zähne aus. Also das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Vorne sind diese großen 2 Schneidezähne. Aber ich kann es jetzt echt nicht viel besser zeigen, weil es einfach nicht fokussiert. Aber ich glaube, ihr könnt euch auf jeden Fall was darunter vorstellen. Wie gesagt, man kann die gut biegen, weil man die ja auch auf die Zähne draufdrücken muss. Und ja, das sind die Schienen. Es ist aber natürlich nicht so einfach gewesen, dass er mir hier nur die Box in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, so, hier hast du deine Zahnspange. Es müssen eben erst noch ein paar Maßnahmen getroffen werden, sage ich mal. Also es wurden an ein paar meiner Zähne so Kleber angebracht, weil da dann Attachments drauf kommen, damit die Schienen an den Zähnen auch halten. Und ich meine, dass ich es so verstanden habe, dass die Attachments auf die Zähne kommen. Also diese Attachments, das sind so kleine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so kleine Dinger, die eben auf die Zähne draufgeklebt werden. Und ich meine, die kommen eben auf die Zähne, die verschoben werden sollen, beziehungsweise die diese Verschiebungen auslösen sollen. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut erkennen. Ich trage gerade die Schienen. So sehen die aus. Man sagt ja immer, man sieht die nicht, aber ich finde, von nahem sieht man sie auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt so lächle, sieht es halt schon komisch aus. Vor allem, weil man auch diese Attachments da sieht, diese Dinger, die da eben so von den Zähnen abstehen. Ich finde es nicht ganz so schön, aber besser als eine feste Zahnspange allemal.
Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr in den Videos vorher gesehen habt, dass ich diese Zahnspangen trage. Oder ob es vielleicht auch dem einen oder anderen gar nicht aufgefallen ist. Das würde mich natürlich irgendwie freuen. Genau, aber weiter im Text. Ja, und da musste der Kleber ein paar Minuten trocknen. Das Ganze hat aber auch wirklich nur 15 Minuten gedauert, dann konnte ich schon wieder gehen. Er hat mir dann auf jeden Fall die Schienen eingesetzt, also auf die Zähne draufgeklickt. Das macht dann auch immer so ein Klackgeräusch. Und es war ein sehr ungewohntes Gefühl. Also ich will vorab sagen, es tat auf keinen Fall weh. Aber ja, es war einfach total ungewohnt, weil ich das natürlich nicht kannte, dass irgendwas auf meinen Zähnen drauf liegt. Und genau, dann hat er mir gesagt, ich soll jetzt auch nochmal versuchen, die rauszunehmen. Und dass jeder da mit der Zeit seine eigene Technik entwickelt, aber ich es für den Anfang auf jeden Fall mal versuchen soll. Ja, das habe ich dann natürlich auch versucht, habe es aber überhaupt nicht hinbekommen. Also ich habe da wirklich dran gezogen und ich weiß nicht was, aber es hat nicht geklappt. Dann musste mein Kieferorthopäde die mir rausnehmen und ja, ich habe mir die dann aber selber wieder eingesetzt. Das geht auf jeden Fall viel einfacher, jedenfalls am Anfang, als das Rausnehmen. Man klippt die am besten erst vorne rein und ich kann das euch gleich auch nochmal live zeigen. Und dann ja, arbeitet man sich so nach hinten durch und drückt die einfach so auf die Zähne drauf. Ist wirklich gar nicht so schwer. Ja, das war auch schon der ganze Termin, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Und ich wollte mittags mit zwei Freundinnen von mir essen gehen und ich dachte mir schon so, na toll, das kann ja nichts werden. Deshalb habe ich schon zu Hause in der Wohnung versucht, mir die Schienen rauszunehmen, damit es halt dann nachher kein Dilemma wird. Und ich habe es wirklich versucht, aber es hat nicht geklappt. Mein ganzes Zahnfleisch hat geblutet, meine Fingernägel sind abgebrochen, also es sind bestimmt drei Fingernägel von mir abgebrochen, weil ich das echt dann mit der Zeit schon total mit Gewalt versucht habe. Ich habe daran rumgerissen und ich weiß nicht, also der Kieferorthopäde von mir hatte gesagt, ich soll hinten versuchen anzufangen, mir die rauszunehmen. Das hat aber überhaupt nicht geklappt, deswegen habe ich halt vorne angefangen und dann hing die Zahnspange hier halt so raus. Also ich habe es wirklich versucht, aber es hat nicht geklappt. Ich habe die hinten an den Backenzähnen einfach nicht abbekommen. Ich stand da wirklich 10 Minuten, hatte schon die Tränen in den Augen, weil es so weh tat. Also, weil ich habe mir ja selbst wehgetan. Ich glaube, ich hätte es einfach irgendwie anders versuchen können, also mit einer anderen Technik, aber es hat einfach nicht geklappt. Und da hätte ich einfach diese Videos gebraucht auf YouTube, wie man diese Schienen rausnimmt, weil ich es einfach überhaupt nicht hingekriegt habe. Und ich war so verzweifelt, wollte die einfach nur noch raus haben, habe mir gedacht, so ganz ehrlich, du schmeißt die gleich in die letzte Ecke und tust die überhaupt nicht wieder rein. Also es war natürlich nicht so ein Gedanke, das habe ich nicht durchgezogen. Aber ich habe wirklich angefangen zu weinen, weil mir alles wehtat irgendwie und ich so verzweifelt war. Und ich dachte, ich kriege die nie mehr raus und kann jetzt gleich nicht essen gehen und kann nie wieder was essen. Und da, also ich bin vom schlimmsten ausgegangen, ist natürlich jetzt komplett übertrieben, aber ja, es war einfach schlimm. Und dann nach 20 Minuten, 20 bis 30 Minuten hatte ich die Dinger endlich draußen und ich war so froh und erleichtert. Das war wirklich der schlimmste Tag der ganzen Behandlung bisher. Also der erste Tag war Katastrophe, ich muss es wirklich sagen. Ja, das Pech hat mich dann an dem Tag auf jeden Fall auch weiter verfolgt. Beim Essen gehen ist dann natürlich erstmal eins meiner Attachments abgegangen. Das heißt, ich musste am gleichen Nachmittag, an dem ich die Spangen überhaupt bekommen hatte, wieder zum Kieferorthopäden und der hat mir das dann wieder drangeklebt. Er meinte, es war aber auch nicht so schlimm, weil das eins an den Backenzähnen war und da können die ruhig abgehen. Also ich müsste dann nicht nochmal wieder vorbeikommen. Wenn ein Attachment an den vorderen Zähnen abgeht, dann muss ich auf jeden Fall nochmal vorbeikommen. Aber das ist seitdem nicht passiert. Also das eine ist einmal dann abgegangen, aber dabei ist es Gott sei Dank auch geblieben. Nach dem Mal ist mir kein anderes Attachment mehr abgegangen und die halten alle super. So, dann jetzt mal zu den Schmerzen. Insgesamt kann ich sagen, ich hatte überhaupt keine Schmerzen bis auf den ersten Tag und einen weiteren Tag in der vierten Woche. In der vierten Woche hatte ich am zweiten Tag, nachdem ich die eingesetzt habe, total starke Schmerzen an diesem Zahn hier. Da ist auch ein Attachment dran. Und ja, der Kieferorthopäde wollte halt, dass sich die beiden Zähne auch so ein bisschen verschieben, weil ich da auch noch so eine kleine Lücke hatte. Und ich glaube, der hat sich da so ein bisschen gegen gesträubt, der Zahn, wollte das vielleicht nicht. Aber nach dem Tag hatte ich wirklich überhaupt keine Probleme mehr und mir hat gar nichts wehgetan. So, und ich wollte jetzt nochmal eben was zu meiner persönlichen Behandlung sagen. Also wie gesagt, bei mir ist es
die Invisalign Light Behandlung. Das heißt, ich habe 14 Schienen, wechsle die jede Woche. Und es ist so, dass man die eben 22 Stunden pro Tag tragen muss. Das heißt, man trägt sie immer bis auf die, keine Ahnung, paar Stunden, in denen man eben dann was isst. Also man hat eigentlich wirklich nur 2 Stunden zum Essen Zeit und Zähneputzen eben auch. Und eigentlich soll man mit den Schienen auch nichts trinken außer Wasser. Also Wasser ist in Ordnung, weil das ja auch nicht verfärbt. Aber andere Getränke wie Kaffee, Alkohol oder so soll man mit den Schienen auch nicht trinken. Ich habe das Ganze jetzt nicht so eng gesehen. Also ich habe damit auch Alkohol getrunken oder mal irgendwie eine Sprite. Kaffee nicht, weil ich kein Kaffeetrinker bin. Also da müsst ihr einfach irgendwie selber mal gucken, wie ihr das machen wollt. Bei mir ist es ja auch, wie gesagt, der Fall, dass ich die jede Woche wechsle und nicht alle 2 Wochen. Deswegen war das für mich jetzt eh nicht so das Problem und da hat sich auch nie irgendwas verfärbt. Und ich meine, ich trinke jetzt auch nicht jede Woche Alkohol. Und ich habe es auf jeden Fall so gehandhabt, dass ich mir nach jeder Mahlzeit die Zähne geputzt habe. Das heißt, ich habe mir wirklich teilweise 4-mal am Tag die Zähne geputzt. Wenn ich jetzt irgendwo essen gegangen bin, da hatte ich dann jetzt nicht nochmal extra eine Zahnbürste mit. Da war mir das dann egal, mehr oder weniger. Ich glaube, dass manche auch sogar dann noch eine Zahnbürste mitnehmen und sich dann da auf Toilette die Zähne putzen. Aber das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen. Und ja, meine Zahnspangen habe ich eigentlich auch noch immer so ein bisschen sauber gemacht. Es gibt auch so ein spezielles Mittel, was man dazu bekommt. Das habe ich aber auch nur 2-mal verwendet, weil es total unangenehm riecht und auch schmeckt. Und genau, ich bin da einfach immer mit so einer Zahnbürste, die ich dann immer dafür benutzt habe, so rübergegangen, habe die so ein bisschen geschrubbt, mehr oder weniger. Und mehr habe ich damit auch nicht gemacht. So, dann wollte ich jetzt auch nochmal eben was zu den Kosten sagen. Das interessiert wahrscheinlich die meisten, die sich überlegen, auch diese Behandlung zu machen. Also ich glaube, es ist von Kieferorthopäde zu Kieferorthopäde unterschiedlich, wie viel man bezahlt. Und eben, man kann das natürlich auch im Internet irgendwie machen, auf so bestimmten Seiten. Und man bezahlt, denke ich, so zwischen 2.000 und 10.000 Euro, je nachdem, was für eine Behandlung man hat. Ja, insgesamt kostet mich meine Behandlung 2.500 Euro. Da ich über 18 Jahre alt bin, bezahlt die Krankenkasse das auch nicht. Also die übernimmt auch keinen Teil. Ich muss es komplett selbst bezahlen. Und zu Anfang fielen Kosten von 1.000 Euro an und den Rest bezahlt man eben in Raten monatlich dann ab. Für mich sind das 133 Euro pro Monat und genau, die werden dann eben immer von meinem Konto abgezogen. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, was euch stört und die Behandlung vielleicht auch machen wollt, dann macht es, bevor ihr 18 seid. Bei mir ist aber auch noch der weitere Punkt, der dazu kommt, dass es ja eher etwas Ästhetisches ist, also dass ich die Behandlung selber machen möchte und dass sie eben nicht notwendig ist. Also nochmal ein weiterer Grund für die Krankenkasse, das nicht zu übernehmen. So, dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten und für mich damals auf jeden Fall interessantesten Punkt dieser ganzen Behandlung, und zwar das Rausnehmen. Ich demonstriere euch das Ganze jetzt mal. Es könnte vielleicht ein bisschen komisch werden. Ich fange oben an, das ist nämlich immer leichter. Ich gehe mit meinem Daumen ganz nach hinten an die Schiene, an meine Zähne dran und ziehe die da runter. So, und jetzt ist die eine Hälfte schon mal ab. Jetzt lispel ich, aber egal. Und jetzt kommt die andere Seite, da mache ich es genauso. So, und da ist sie auch schon draußen. So, die obere habe ich schon mal draußen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt machen wir das unten genauso. Da gehe ich mit meinem Zeigefinger, diesmal nicht mit dem Daumen, auch ganz nach hinten. So, da ist jetzt der hintere Teil draußen. Und den Rest ziehe ich jetzt einfach runter, also mache sonst gar nichts mehr. Also hätte ich am Anfang schon gewusst, dass ich das so machen kann, das hat sich bei mir wirklich über die Zeit so entwickelt, wie der Kieferorthopäde gesagt hat. Hätte ich das schon gewusst, dann wäre es mir auf jeden Fall viel leichter gefallen am Anfang, aber naja, was soll man machen? Und jetzt zeige ich euch meine Zähne mal ohne Schienen. Und ich wollte das Video eben jetzt auch erst machen, damit man dann auch schon eine Veränderung in dem Video sehen kann. Also man sieht ja auf jeden Fall schon, dass sich meine schnelle Zähne wieder näher aneinander geschoben haben. Und ja, so sieht das Ganze aus. Jetzt kann ich euch nochmal eben zeigen, wie ich die reinmache. Hier vorne fest. Und dann hinten und dann klackt es, wie ihr auch vielleicht gehört habt. Und unten mache ich es genau. So, und das war jetzt mein Video zu der Invisalign-Behandlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch so viel darüber erzählt habe. Und ich hoffe natürlich vor allem, dass es denjenigen geholfen hat, die vielleicht in Betracht ziehen, das auch zu machen. Und genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!